Schönen guten Tag an diesem wunderschönen Herbsttag, dem 28. Oktober 2020. Nochmal Dr. Auge mit der Frage eines Patienten. Herr Doktor, haben Sie eigentlich Angst vor Corona? Ich habe gesagt, Angst ist ein schlechter Ratgeber. Und zurückgefragt, was ist denn überhaupt ein Virus? Und er schüttelte den Kopf und wusste nicht genau. Die Patienten, die ich bislang gefragt habe, die interessiert waren und sich fortgebildet haben, wissen, dass es sich um einen Krankheitserreger handelt. Aber was genau, weiß eigentlich bis jetzt keiner. Virus heißt eigentlich wortwörtlich übersetzt aus dem Lateinischen respektive Griechischen Giftschleim. Giftschleim. Ja. Das erklärt eigentlich alles. Giftschleim heißt, dass die Viren keine Lebewesen sind. Es ist kein Floh, der uns anspringt, keine Schlange, die uns beißt. Nein, es ist giftiger Schleim. Und dieser Virus Schleim ist dumm. Der unterscheidet nicht zwischen groß und klein, dick und dünn, arm und reich, zwischen Holländern, Belgiern und Deutschen. Er folgt seinem ureigenen Gesetz, womit er überlebt hat. Dieser Giftschleim kann nur überleben, indem er sich als totes Wesen an lebendige Zellen heften kann, sowohl beim Tier als auch beim Menschen. Und jetzt haben wir diese riesengroße Katastrophe, dass dieses Monster, dieser Giftschleim, sich überall ausgebreitet hat. Trotz aller Maßnahmen. Mir fällt dazu ein Bild ein, was ich schon sehr lange sehr unheimlich fand. Ich zeige mal das. Ich hoffe, man kann. Das ist das Gerücht. Das Gerücht von Weber. Wie entsteht ein Gerücht? Es entsteht, indem viele hunderte, tausende Menschen sprechen, etwas aussprechen und dadurch ein Monster entstehen lassen. Dieselbe Situation haben wir jetzt. Wir haben ein Monster, Giftschleim, überall bei uns in den Städten, hier in Köln, Aachen, Stolberg, Amsterdam, die Städte, die ich liebe und in denen ich lebe. Nun, das Wissen, das wir darüber haben, ist akademisch, aber was ich jetzt versuche beizubringen, ist eben das Wissen, was praktisch ist. Die Bauernschleuer, wie gehe ich damit um? Wenn ihr dieses Bild von dem Giftschleim, dem Gerücht vor euch habt, dann stelle ich euch nochmal die Frage, wie könnt ihr euch vorstellen, dass dieser Giftschleim aufhört, der aus dem Mund kommt? Eigentlich ziemlich einfach, ne? Erstens, Mund halten. Oh, Gespräche nur, wenn notwendig, unbedingt mit den Leuten gegenüber. Es gibt viele Methoden, wie gesagt, Videokonferenz und, wo man sprechen kann, ohne den anderen anzustecken. Das Zweite, Abstand halten und Maske tragen, ist jedem bekannt, verringert die Viruslast. Und jetzt kommt etwas, was ich eigentlich schade finde, dass er noch nicht so Eingang gefunden hat. Nämlich die Viruslast vermindern kann ja auch eine Mundspülung. Denn das ist ein Antigift gegen diesen Giftschleim im Mund. In dem Moment, wo wir spülen, können wir die Anzahl der Viren, diesen Schleim, herabsetzen, sodass fast keine Viren mehr da sind und die auch nicht mehr übertragen werden können. Dieses Monster zu besiegen, diesen Giftschleim, mit diesen Methoden erscheint mir nicht unmenschlich. Denn unmenschlich erscheint mir eher das, was ich von China gehört habe, dass die Menschen mit Viruserkrankungen von Covid-19 abgeschlossen werden und von außen sozusagen ernährt werden und dadurch auch nicht mehr sprechen können mit anderen. Das sind unmenschliche Methoden. Wir aber sind intelligente Menschen und ich glaube, das haben alle jetzt verstanden, was man machen kann. Diesen Giftschleim nicht mehr weiterzutragen durch
Einhalten dieser Maßnahmen. Das war's für heute. Viel Erfolg und bleibt gesund, euer Dr. Auge.